unschuldigen Bruder Games und schön, dass du da bist. Und zwar haben ein paar Leute im Stream gefragt und mich über Instagram angeschrieben, wie kann ich denn überhaupt nachgucken, auf welcher Weltrangliste ich denn theoretisch mit dem oder den Operator nach Kills und etc. bin. Und das wollen wir euch einfach zeigen. Ihr geht nämlich einfach in Google und bei mir ist das momentan, hier habt ihr die ganzen Sachen, die ich gesucht habe, ist das einfach der S6-Tracker. Ich brauche einfach nur oben S6-Tracker eingeben. Und dann komme ich auf die S6-Tracker-Seite. Da bin ich auch nicht angemeldet, also ihr müsst auch nicht angemeldet sein. Und dann geht ihr hier einfach auf Leaderboards, meine Freunde. Auf Leaderboards klickt ihr dann einfach rauf und habt ihr natürlich alle Plattformen zusammengenommen. Und dann habt ihr natürlich PvP, Season und so weiter, Ranked, Casual. Und dann geht ihr einfach auf Operators. Da könnt ihr natürlich alles nachgucken. So, dann lädt es kurz und dann habt ihr hier noch die Möglichkeiten nach Kills, nach Deaths, nach KD, nach Messerkills, nach Headshots und so weiter und so fort zu gucken. Also es gibt sehr, sehr viel Auswahl, die ihr sozusagen benutzen könnt. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie es bei mir bei Termite aussieht. Ich klicke einfach auf Operator, also PvP, Operators, Kills, Termite und gehe dann einfach runter, All Platforms. Wir könnten natürlich auch nur PlayStation gucken, weil der Account, ja, den ich jetzt ersuche, theoretisch nur auf der PlayStation aktiv ist. Momentan natürlich auch auf der PlayStation 5 ist nicht hier hinzugefügt. Meiner Meinung nach sollte man bei R6-Tracker einfach das 4 wegnehmen oder -5 dahinter schreiben. Ist ja auch völlig Latte. Und dann gehen wir einfach mal runter. Die erste Liste, wenn wir mal ganz runter gehen, ist bis 100, ja. Und da seht ihr dann schon, ich bin auch schon ein bisschen abgerutscht. Ich war nämlich schon hier auf 90 und bin momentan bei 94. Bin Platz 94 der Weltrangliste, das heißt, ich bin der 94. Platz mit allen Plattformen zusammengenommen und habe dort halt die meisten Kills mit 8000 Kills sozusagen aus dem deutschsprachigen Raum, so wie es aussieht. Man kann natürlich hier dann auch noch auf die anderen Leute klicken, können auf die ersten dreimal klicken. Vielleicht finden wir da auch raus, ob die aus Deutschland kommen. Ich glaube eher nicht. Ja, da sieht man natürlich auch die Ränge. Hier siehst du natürlich hier auch schön, welche Ränge sie haben. Und dann kann man das natürlich auch noch mit Legion machen. Ich will euch natürlich hier an diesem Beispiel nur Termite und Legion zeigen, weil es sind die Operator, die ich natürlich am meisten zocke sozusagen oder maine. Und da bin ich natürlich auch sehr oft unterwegs und mache da vielleicht den einen oder anderen Frag. Und dann gehen wir hier einfach mal bei Legion und scrollen runter. Man muss eigentlich nur runterscrollen und irgendwo das deutsche Zeichen suchen, was von mir ist. Und da bin ich momentan auf Platz 60 mit den meisten Kills sozusagen oder nach Kills sortiert. Und zwar mit 6884 Kills bin ich da auf Platz 60 der Weltrangliste von allen Plattformen zusammengenommen. Man könnte natürlich jetzt hier auch einfach mal auf PlayStation klicken. Ja, und runterscrollen. Und dort bin ich auf Platz 32 der PlayStation-Spieler. Ja, und das können wir auch gleich nochmal für Termite machen, damit ihr das natürlich über Termite nochmal seht. Und damit habt ihr halt natürlich gesehen, wie ihr sozusagen alles tracken könnt. Also die Six-Tracker-Seite benutze ich sehr, sehr gerne. Da kann man halt alles sehen. Da gibt es natürlich noch andere Seiten, die man theoretisch benutzen kann. Und hier bin ich mit Termite auf Platz 55. Und der nächste Deutsche, der auf jeden Fall angegeben hat, dass er deutsch ist, ist Imbasee, der ist mit 8012 Kills Platz 60 und ist momentan Gold 1, so wie es aussieht. Oder war Gold 1. Das ist natürlich so eine Sache, dass er hier nicht anzeigt, also unranked. Also viele Leute spielen noch gar nicht mehr oder sind auf den PC gewechselt. So, ich hoffe, euch hat es ein bisschen geholfen mit der R6-Tracker-Seite, dass ihr da mal ein bisschen nachgucken könnt, auf welchen Rang ihr seid. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht sogar mehr Kills als ich habe mit irgendeinem Operator, ob ihr da einen höheren Platz erreicht habt als ich. Und messt euch einfach nur daran, ich habe ungefähr 8000 Kills mit Termite, ungefähr 6.000 bis 7000 Kills, nee, 6000 Kills mit Legion. Die Zahlen habe ich ja jetzt nicht so krass im Kopf, weil es sich auch wieder verändern wird nach dem Video oder während des Videos werde ich definitiv ja noch den ein oder anderen Crack machen. Soweit es abgeloadet ist, könnt ihr einfach mal nachchecken, könnt ihr mich gerne tracken und einfach nachgucken. Und das freut mich auf jeden Fall, dass ich da Platz 90 bin, ungefähr 94 mit Termite weltweit, mit allen Plattformen zusammen und Platz 60 mit Legion. Ist auf jeden Fall schon mal eine, ja, ist schon mal was Feines, sag ich mal, kann man sich auf jeden Fall mal schmecken lassen. Das war es auf jeden Fall von den Bruder Games. Ich hoffe, dieses kleine Video hat dir gefallen und hat dir geholfen, sozusagen zu gucken, wie man sich selber trackt und rausfindet, auf welchem Platz man in der Weltrangliste ist. Peace out und reingehauen, euer Gebrüder Games.